Hallo, grüße euch und herzlich willkommen. Ich möchte mal ganz kurz wieder ein Update-Video machen zum Nel-Asa-Aktie. Ich habe das letzte Video gemacht vor ungefähr 3 oder 4 Wochen erst. Da wo letztendlich eine Phase war, wo die Wasserstoffaktien insgesamt sehr stark konsolidiert sind. Nach letzten Frühjahr diesen Hype und dann wieder diese starke Konsolidierung. Und da gab es natürlich dann die ganzen Beschwerden auch. Nicht ja nicht persönlich, aber insgesamt. Oh, ja. Und es sind natürlich all diejenigen, die dann in diesem Hype rein eingestiegen sind. Bei mir, ich habe Nel Asa seit 2019 und da habe ich auch schon Videos hierzu gemacht, da habe ich auch unten nochmal verlinkt. Da geht es halt um, da waren Preisniveaus von 5, 6 Euro, ja, wo ich da eingestiegen bin. Ah, sorry, dänische Kronen. Ich kaufe das Zeug in El Asa immer in Kronen. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, wo wir aktuell stehen. In NOK, dänische Kronen. Ich bin aktuell bei 19. Das heißt, bei dem Video, das ich vor einem Monat gemacht habe, waren wir noch bei 11, 12 Kronen. Und jetzt aktuell heute, 9. November, einen Monat später oder nicht mal 3 Wochen später, stehen wir schon bei 19. Das heißt, schon wieder, ja, fast 80%, ja, plus gemacht. Vielleicht kriegen wir noch irgendwie einen Chart rein. Keine Ahnung, kommen direkt. 5-Jahres-Chart, 6 Monate. Ja, hier sehen wir es ja. Beim 6-Monat-Chart, ne? Ja, ist natürlich jetzt Zufall, dass jetzt genau ich da das Video gemacht habe, wo wir auf 11, 12 waren. Aber da war halt auch der Schmerz am größten, ja. Bei den Wasserstoffaktien und insbesondere bei der Nel Asa. Ne? Also da hieß es dann, na, war alles nur Luft und heiße Luft und so weiter. So hieß auch mein YouTube-Video. Und hier geht das zu dem Hype hier auf 20. Und jetzt sind wir schon fast wieder auf 20, wie im Juli. Ja? Und ich meine, wir reden hier von Schwankungen von quasi 100% fast, ja, 80% oder sowas. Das heißt, hier mal eben innerhalb von einem Monat 100% oder 80% machen. Also das ist natürlich. Wo hast du schon so einen Return Invest? Ja. Und ich bin allerdings jetzt mit ein paar, sagen wir so, den Gewinnen, den ich jetzt hier gemacht habe, von 12 auf 18. Ja, ich habe eh nur relativ verhältnismäßig kleine Positionen, also ich gehe jetzt ein paar hundert Euro mehr oder 1000 oder sowas. Aber da bin ich jetzt raus, weil ich halt andere Investments jetzt hat. Innerhalb des Depots ein bisschen auch umgeschichtet bin. Und ich halte jetzt insgesamt 3 oder 4 Wasserstoffaktien, also Ballard Power, Plug Power, Nel und Zaptec. Und ich noch irgend so eine. Weiß ich nicht gerade auswendig, aber so. Und jede halt mit ja, kleinste Positionen. Ich drücke es jetzt mal in Prozente aus. Weniger als 1% vom kompletten Portfolio. Also das sind wirklich kleine Positionen und da kann dann von mir aus auch passieren, was will. Ja? Und von daher lasse ich das Zeug einfach dann laufen und wenn ich eben im Gewinnbereich bin, kann ich mich immer noch entscheiden, nehme ich wieder was mit an Gewinn oder was auch immer, oder wenn es wieder komplett zusammensackt, das Ganze, kann ich wieder neu reindenken in die Thematik. In jeweilige Aktien und entscheiden, ja, gehe ich wieder mit rein. Einen gewissen Retainer sozusagen auf Englisch, Retainer von sozusagen mal so 1% je Aktie, sagen wir mal bei 4 Aktien, wenn das dann 4-5% maximal vom kompletten Portfolio, bleibe ich dann immer investiert in diesen Wasserstoffaktien, in diesen volatilen, spekulativen. Und dann sagen wir mal ein zusätzliches Prozent, ja, so, ja, so kann man das ungefähr sagen. Mit denen spiele ich dann immer so ein bisschen. Ne? Also dann kaufe ich, wenn das Blut in den Straßen fließt, und verkaufe dann wieder, wenn sie es irgendwie verdoppelt hat oder sowas. Das ist letztendlich auch nur eine Spielerei. Ich würde hier nie substanziell viel Geld investieren. Das Höchste, was ich mal hier hatte, also in absoluten Zahlen bei der Nel Asa, war, glaube ich, 10.000 Euro oder sowas. Ja? Und da muss ich sagen, da fühlte ich mich schon kaum, schon nicht mehr so richtig wohl. Also alles, was unter 10.000 ist, geht noch. Aber
Das muss ja jeder für sich selber entscheiden, logischerweise. Ja, also wenn du 100 Millionen Euro Depot hast, dann rechnest du mit anderen Zahlen. Deswegen ist es prozentual viel, viel sinnvoller, in Prozenten immer zu sprechen, als wie in absoluten Zahlen, weil ich ja hier in YouTube kann, ich weiß, wer schaut jetzt gerade mein Video. Ja, also wenn jemand nur 10.000 hat oder jemand 100 Millionen, ist ja völliger Blödsinn, in absoluten Zahlen das alles immer darzustellen. Und abgesehen davon gibt es auch bei absoluten Zahlen. Grundsätzlich halte ich mich da auch sehr gerne immer von fern, absolute Zahlen einfach so ins Nirvana, YouTube Nirvana zu veröffentlichen, weil es einfach auch viele gibt, die entweder wesentlich weniger haben oder wesentlich mehr haben. Die wesentlich mehr haben, lachen mich aus, ja, so ungefähr. Die wesentlich weniger haben, sind dann häufig neidisch oder sonst irgendwas, ja. Und von daher, so YouTube-Videos, werde ich auch in Zukunft immer nur prozentual. Also produzieren und veröffentlichen oder sowas. Ja. Okay, alles klar, bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein und tschüss.